Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Fallout 4. So, ich muss jetzt gleich mal gucken, was wir, genau, wir hatten hier die Erinnerungen, was wir jetzt machen müssen. Wir mussten in dieses verstrahlte Meer, also hier dieses leuchtende Meer, glaube ich, war das, Tür öffnen. Hast du die Erinnerungskapsel hochgeladen? Oh, du bist nicht Irma. Nein, bin ich nicht. Hallo. Silver Shroud hier überall. Hi. Hallo. Good Neighbor ist verrückt. Diebe, Mörder und Schlimmeres. Manchmal muss man der Realität entfliehen, um den Tag zu überstehen. Fliehen, Welt ist schrecklich, verstanden. Okay, ja, fliehen. Entfliehen? Wie meinst du das? In alten Erinnerungen schwelgen, zum Beispiel Thanksgiving 2071. Mama hatte einen 12-Pfund-Truthahn gemacht und wir hörten Silver Shroud versus Captain Cosmos. Sogar mein Vater war dabei. Kennst du Silver Shroud? Den bräuchten wir. Wie aussichtslos die Lage auch scheint, er kriegt es hin. Silver Shroud, ja, den kennen wir natürlich. Kommt mir bekannt vor. Du würdest dich an ihn erinnern. Das sind die besten Detektivgeschichten, die es gibt. Was wäre, wenn es Silver Shroud in echt gäbe? Mit seinem schwarzen Mantel und der silbernen Maschinenpistole. Ich hätte da einen Plan, ihn zum Leben zu erwecken. Dann kann er gegen das Böse kämpfen und so für uns alle ein Zeichen setzen. Plan? Was für ein Plan? Ich habe mein eigenes Maschinengewehr gebaut. Es ist noch besser als das in der Serie. Aber damit das alles klappt, fehlt mir noch das Wichtigste. Das echte Silver Shroud-Kostüm. Und sie haben tatsächlich eins hier in Boston. Es war für die Fernsehserie gedacht. Hilfst du mir? Ja klar, wirklich nötig, kein Interesse, ja doch Ich klar. besorge dir das Kostüm. Du machst das? Wirklich? Bevor die Bomben fielen, haben sie den Pilotfilm zur Silver Shroud-Serie bei Hubris Comics gedreht. Dort müsste es sein. Das wäre großartig. Yay, dann holen wir uns das auf jeden Fall als erstes. Ich, warte mal, ich gehe mal hier rein, damit ihr das auch seht, dass ich das auswähle. Silver Shroud. Für die Freiheit. Railroad ist das, wa? Ach nee, trifft die Minutemen. Stimmt, das muss, ja, da müssen wir auch noch hin. Aber wir gehen erstmal Silver Shroud und so wegen der Waffe und so, ne? Und dann haben wir auch, also. Nicht nur, dass wir einen schicken, also ein schickes Outfit haben, das schützt auch, soweit ich weiß, echt gut. Besser als das von Kellogg. Oh, ja. Ich immer mit meinem Escape. Ich werde es nie lernen. So. Hallo, Piper. So, vielen Dank nochmal für die Rückführung und so. Also die, also nicht Rückführung, sondern das in die Erinnerung eintauchen. Ja, irgendwie so. Okay. Kommt mal her. Lasst uns ein bisschen reden. Ein bisschen labern. Ich weiß, dass ihr alle euer eigenes Ding macht. Aber ich will nicht, dass ihr darüber vergesst, was wirklich wichtig ist. Hey Daisy, schön, dass du gekommen bist. Wie geht's, meine Mädchen? Hab ich dich nicht letztens bei einem Date mit Morawski gesehen? Hätte er wohl gern. Okay, wir kommen vom Thema ab. Wo war ich? Ah ja, was wirklich wichtig ist, wir Freaks müssen zusammenhalten. Und das geht am besten, wenn wir darauf achten, was uns auseinandertreibt. Versteht ihr? Ja, so sieht's aus, Hancock. Also, was in unserem großen, netten Commonwealth will uns auseinandertreiben? Was für ein bösartiges, gefährliches Schreckgespenst will unserer friedlichen Gemeinschaft schaden? Institut und seine Sins! Ganz genau. Wer hat das gesagt? Komm nachher in meinem Büro vorbei. Du hast dir etwas Jet verdient. Das Institut. Das ist der wahre Feind. Nicht die Raider, nicht die Supermutanten, nicht mal diese Penner drüben in Diamond City. Ich weiß nicht, Hancock. Ich würde McDonald schon gern mal in den Arsch treten. Hey. Ihr wisst alle, dass ich meinen ganz persönlichen Streit mit dem Idioten habe. Aber wir dürfen uns nicht ablenken lassen.
Ich will, dass ihr alle das Institut im Hinterkopf behaltet. Passt auf, ob sich jemand plötzlich komisch verhält. Ob jemand Dinge tut, die er normalerweise nicht tut. Ob Verwandte euch plötzlich ohne Grund nicht mehr sehen wollen. Wir alle wissen, wer hinter dieser Art von Scheiße steckt. Und der einzige Weg, das zu verhindern, ist zusammenzuhalten. Sie können uns nicht kontrollieren, wenn wir keine Angst haben. Also, wer hat Angst vorm Institut? Wir nicht! Und mit welcher Stadt im Commonwealth sollte sich das Institut besser nicht anlegen? Good Neighbor! Und wer hat den Good Neighbor das Sagen? Hancock! Aus dem Volk! Für das Volk! Deine Freundin da, die schreibt doch für Public Occurrences, oder? Ist echt gut. Ich hab investigativ ja einiges mit dir rum. Verkauf lieber was davon an Daisy, bevor es dir wer klaut. Redet doch nicht alle durcheinander. Gut, Piper, komm, wir gehen. Oh, du bist wieder da. Ja. Und wir, hallo? Daisy. Wenn du hier bist, um was zu verkaufen, dann erzähl mir bitte nicht, dass es ein altes Familienerbstück ist. Nein. Ich bin wahrscheinlich älter als das, was du mir da andrehen möchtest. Weiß ich nicht, aber... Was für Zeug verkaufst du? Oh, ein bisschen von allem was. Okay, ja gut. Hat sich das erledigt? Er hier? Tibere, wenn du willst, kann ich etwas für dich tragen. Sehr gerne, komm mal her. Hey. Aber? Sag einfach Bescheid. Na, aber. Lass mal gucken, was habe ich denn eigentlich alles bei? Ich konnte ja nichts ablegen. Diverses, Mods, Munition, Inventar. Hilfsmittel, diverses. Schrott ist gar nicht bei, siehst du? Die kannst du nehmen. Granaten gebe ich dir nicht. Nein. Machete jetzt auch noch nicht. Nee, Mollys auch nicht. Definitiv nicht. Die kann ich eigentlich fallen lassen. Hier kannst du auch erstmal nehmen. Die habe ich wahrscheinlich mal aus Versehen aufgehoben. Ja gut, okay, es sollte erstmal reichen. Wir können erstmal weiterlaufen. So. Jetzt geht's weiter. Gut. Dann haben wir mal wieder unsere kleine Waffe raus. Okay, dann gucken wir mal, dass wir das jetzt der Silver Shroud Outfit kriegen. Damit wir gut geschützt sind. Und damit wir die gute Waffe kriegen, also das gute Maschinengewehr, also klar, später gibt's noch viel bessere. Sieht aus wie eine Sammelkarte. Aber interessant. Ja, genau. Bis wie hoch? Achso, ja. Solange er uns nicht tut, ist alles gut. Reimt sich sogar, siehst du? Ja, ganz ruhig da. Da will ich gar nicht hin. Will hier lang. Weiß nur nicht genau, wo es ist. Ich glaube hier, ne? Silver Shroud Radiosignal. Da müssen wir reinhören, ne? Warte mal, ich mach mal das Radio an. Achso, gehen wir nochmal zu. Oh, warte mal. Das ist doch hier aber irgendwo, ne? Sollte hier sein. Wahrscheinlich ist es das hier auf der Ecke. Jetzt ist nur die Frage, wie kommen wir da ran? Okay, ich gehe mal noch ein Stück zurück. Hier hatten wir ja dieses Silver Shroud Signal. Irgendwo. Und da. Gut. Halte ich mal ein, wo ist es da? Ich nicht. Scheiße, das sieht aber nicht geil aus. Da ist
nichts mehr. Hey, verschwunden! Ja, 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 ganz gut. Au. Bei Strahlenvergiftung. Was sind die denn nur? Au. Ist, glaube ich, nicht gut, wenn wir hier so reinrennen, ne? Jetzt höre ich das Silber-Short-Signal gar nicht mehr. Ich will dann nur zu, also nicht zu, sondern ich möchte doch nur dieses Silber-Short-Dingens haben. Wird da gerade schießen. Alter! Mich, muss ich sagen, ein bisschen erschrocken. Och, ist dein Ernst? Ciao. Ich glaube, hier sind wir schon halbwegs richtig. Gott, da sind Raider. Verdammt, hab die Spur verloren. Nicht gut, wenn wir hier so rum irren. Was war das gerade? Noch keine Angst. Hey, wer hat dir erlaubt, dich zu verstecken? Sehr gut. Ganz böser Fehler. Wie dem auch sei, versuch mal weiterzugehen, Piper. Das muss ja hier irgendwo sein. Ich meine, hier drin müssen wir uns sowieso durchballern dann. Ich mach mal hier das Radio schon aus, okay. Nicht, dass hier gleich irgendwie Musik kommt. Muss er hier irgendwo sein? Scheiße, was war das? Ich nicht. Da draußen ist wer! Kommt das denn her? Wir haben sie wohl verjagt. Hey, glaube ich nicht da. Doch, da ist er. Sieht ihm freundlich aus. Letzten Moment hier sehen. Ach, ja, natürlich. Gut, warte mal. Ach, der hat ja nichts mehr. Okay, nein. Er hat auch nichts mehr. Oh. Leute, ich glaube, das wird in diesem Durchgang nichts. Du lebst noch? Mann, oh Mann! Ja, kannst mal sehen, ne? Au! Lass das. Mach's doch mal! Ja, mach, okay, da. Da hast du. Dann kann ich auch gleich nehmen. Hallo? Ja, alles andere kannst du, glaube ich, behalten. Ja, behalten. Ich immer mit meinem Escape, ne? Ich habe jetzt darauf... Hallo? Kann ich... Wieso... Wenn der manchmal nicht springt, ne? Da, wo es nötig ist. Okay, warte mal. Versuchen wir mal hinten rum irgendwie. Der mit seinen 580 Mollys, der nervt mich. Müsste ja hier oben irgendwo sein. Weiß auch gerade nicht, wo Piper ist.
Kann sein, dass sie jetzt hier irgendwie hinter mir ist. Ist das nicht jetzt? Hm? Bin verwirrt. Okay, wir haben ihn wohl erfolgreich umrundet. Halbwegs so erfolgreich. Ja. Nehmen wir auch, das auch. Scheiße! Hab sie verloren. Ja, passiert. Gott, wie sollen wir das machen mit so wenig Munition, sag mal. Sag mal, es sieht so aus, als wäre es hier vor uns irgendwo. Nichts mehr zu sehen von Ihnen. Ja, ist gut so. Sieht so aus, als müsste es hier irgendwo sein. Da komme ich natürlich nicht rüber. Wäre ja auch zu schön gewesen, um wahr zu sein, so. Das hier könnte es sein. Aber man kommt hier nirgendwo rein, ne? Das Gebäude, oder? Vielleicht? Nein. Der Wand hier kann man auch nicht machen, ne? Nee. Nee. Alles vernagelt. Jetzt sind wir wieder hier. Echt jetzt? Sagt nichts. Nee. Manchmal, ne? Also, ich wundere mich über mich selber gar nicht mehr. Mittlerweile. Aber gut, so haben wir ein bisschen was entdeckt. Das ist ja auch gut. Okay, und wo sind Kakerlaken? Siehst du irgendwelche alten Ausgaben von Grognak der Barbar? Die könnte ich zu, Forschung. Ja. Weg. Einfach so. Ah. Ich bin dann gewackelt. Ja. Hopp. Jetzt hatte ich hier auf jeden Fall, Heute hast du dich mit den falschen Leuten angelegt. Mit, wo hab ich denn? Da hab ich. Sollte mich erstmal so durchprügeln. Wo bist du? Weil wir haben Gesellschaft. Jupp, sehe schon. Verschwunden. So. Kronkorken nehmen wir mit. Daten nehmen wir mit. Und was hat er hierbei? Oder sie oder es? Da bist oder, du ja. Da. Hi. Hey. Hey. Lass das. So. Ja, komm. Na, haben wir gar nicht mehr, verdammt. Ich glaube, die sind weg. Das schaffe ich nicht zu hacken. Der Einstellung natürlich nicht, nee. Ah, Klammerbox. Gut. Klack, das war die erste. Cool. Du machst das ziemlich gut. Ich sollte dich im Auge behalten, wenn du mich das nächste Mal besuchst. Wie, wenn ich dich das nächste Mal besuche? Hä? Ich glaube nicht, dass ich das Schloss knacken kann. Nicht mit der Einstellung, weißt du doch. Wir sind doch die ganze Zeit zusammen. Unterwegs. Und so. Also überwiegend zumindest, hoffe ich. Achtung. Komm raus. Dass der auch so langsam zuschlägt, ne? Er hat einen Baseball, das ist mir wurscht. Ich frage mich, ob das bei anderen Journalisten auch zum Alltag gehört. Ich glaube ja eher nicht. Irgendwo backt was. Ach du Scheiße. Meiner, ach du Heiliger. Da oben ist ordentlich was los. Wir haben keine Stims mehr. Wir haben hier nur noch irgend so einen Sack. Das war's dann wohl für dich. Gar nicht wahr. War hier? Lüft. War das irgendwas? Alles? Ich schließe mich. Gott sei Dank. Ey. Ganz gut. Sollte mal eher hier so ein bisschen achten auf Piper und so und was hier so abgeht. Hallo.
hier hinten. Hey. Hallo, darf ich jetzt auch mal? So. Silberne Taschenuhr, die nehme ich dir natürlich ab. Von alleine, weil du mich gehauen hast.